gratuliere natürlich Duisburg zum Sieg. Wir wussten um die Stärke der Mannschaft von Duisburg, auch zu Hause, dass das nicht abhängig ist davon, wo sie spielen. Wenn man unser Spiel anschaut, was die Offensive betrifft, wir sind schwer ins Spiel gekommen, haben ganz wenig Bälle halten können. Der Effekt war, dass wir nicht nachschieben konnten, kein Gegenpressing aufbauen konnten. Deswegen wurden wir da immer überspielt, haben es überhaupt nicht geschafft, da über 90 Minuten in die Zweikämpfe reinzukommen. Das heißt, wir haben eigentlich jeden entscheidenden Zweikampf verloren. Können auch froh sein, dass wir noch mit 0-0 in die Halbzeit kommen. Dann hätten wir es fast geschafft durch den Alleingang, dass wir das Spiel so ein bisschen auf den Kopf stellen, weil wir in der zweiten Halbzeit so die ersten oder bis zum Gegentor eigentlich dann ganz okay gespielt haben. Das Gegentor, wir haben es jetzt gerade schon mal im Video angeschaut, da haben nach einem langen Ball einfach zwei Spieler von uns über den Ball drüber und dann steht der Duisburger allein vom Tor. Das ist natürlich dann bitter, dass wir so ein Tor kriegen. Aber nochmal, wir hätten auch nicht verdient gehabt, hier mit einem Punkt oder mit einem Sieben nach Hause zu fahren. Ja, ich glaube, das war wichtig für alle Beteiligten, dass wir endlich zu Hause gewinnen und dass wir nicht nur gewinnen, sondern auch eine überzeugende Leistung abliefern und das auch nicht nur in einer Halbzeit, wie wir es ja durchaus schon mal öfters geschafft haben. Aber diesmal war es eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten. Wir haben sehr gut verteidigt, wir haben gut nach vorne gespielt, haben den Gegner zu Fehlern gezwungen, gerade in der ersten Halbzeit, und das Einzige, was fehlte, war natürlich ein Tor, und der Kollege hat es schon gesagt, dann kann das Spiel in der zweiten Halbzeit natürlich vollends auf den Kopf gestellt werden, wenn die Hachinger mit ihrer Chance das 0-1 machen. Zum Glück ist das nicht gefallen, da hatten wir auch mal das Glück auf unserer Seite, und danach haben wir einfach ja, das fortgesetzt, was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. Wir haben gut gepresst, teilweise gut gestört und den Gegner zu Fehlern gezwungen und dann letztendlich auch die verdienten Tore gemacht. Mich freut es für die Mannschaft, dass sie sich belohnt hat für eine engagierte Leistung. Mich freut es für die Zuschauer, dass sie endlich mal aus dem Stadion gehen können und sich über einen Sieg freuen. Dankeschön. Ja, wir haben von Anfang an unser Spiel gespielt, wir haben vorne gut attackiert und da eigentlich nicht ins Spiel kommen lassen. Und ja, das Einzige, was wir bemängeln können, ist die Chancenauswertung. Gerade ich persönlich hatte heute ja, einige Riesenchancen und leider habe ich sie nicht gemacht, aber dafür haben wir heute andere gehabt, die reingemacht haben. Ja, es war richtig wichtig für mich, because das war mein erstes Saisontor in einem Spiel und wir hatten gewonnen. Das ist, ich freue mich. Als Torwart ist es immer schön zu Null zu spielen. Auch mein Ziel ist es natürlich, weil dann haben wir immer einen Punkt sicher. Ich glaube, ich habe schon einige Spiele dieses Jahr zu Null gespielt, von daher, aber es ist ja nicht nur mein Verdienst, sondern ein Verdienst auch der ganzen Mannschaft. Ja, ich denke, alles zufrieden. Der erste zufrieden ist Wolfsburg. Aber ich denke, alle Mannschaft ist zufrieden, weil das Sieg war wichtig für uns. Wir haben geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ob es 3-0 ist oder 1-0 ist. Also wir haben auf jeden Fall geglaubt, dass wir, weil man hat es gesehen, von den ersten Minuten wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen. Also wir haben die Gegner richtig Druck gemacht und wir haben die zu Fehler gezwungen und hat uns sehr gut geglaubt. Aber dass wir das Spiel heute gewinnen werden, haben wir daran geglaubt. Wir haben immer an uns geglaubt. Wir haben ja gesehen, dass wir das Spiel total im Griff haben. Und wir haben uns gesagt, ja, eine Halbzeit reicht nicht. Das haben wir in anderen Spielen schon gesehen, wie gegen Saarbrücken. Da haben wir auch eine gute Halbzeit gespielt. Und ja, das denke ich, das haben wir gut in der zweiten Halbzeit umgesetzt. Wir haben weiter Fußball gespielt, vorne gut attackiert. Und deswegen denke ich, dass wir hochverdient 3-0 gewonnen haben. Von mir aus können wir das bei jedem Heimspiel so machen. Aber es liegt ja natürlich auch an uns, ne? Dass wir auch die Leistung auf dem Platz abrufen. Wie gesagt, heute haben wir ein gutes Spiel gemacht. Und ich denke, dass wir jetzt auch ein bisschen feiern können. Wir hatten ja das Gefühl nicht so oft dieses Jahr, dass wir zu Hause einen Dreier geholt haben. Von daher ist es natürlich schön, dass wir den Zuschauern heute ein bisschen was wiedergeben konnten. Man hat's gesehen, dass die letzten Heimspiele war teilweise sehr schlecht. Und also die Zuschauer kommen hier und wollen schon ein Spiel und am besten Siege sehen. Und war nicht der Fall die letzten Spiele. Und heute hat es gesehen, die Zuschauer hatten richtig Spaß gehabt.